Für mich keinen Katzentatzenbrei mehr vor dem Schlafengehen. Melmac. Richtig. M-E-L-M-A-C. Das ist ein Planet. Oder besser gesagt, war einer. Und ich habe ein Buch über ihn geschrieben. Was ist? Wollen Sie nun das Manuskript lesen oder nicht? Ich kann mich kaum retten vor Verlegern, die sich die Finger danach lecken. Na gut, dann können Sie sich auch von den Filmrechten verabschieden. Ah. Oh, hallo. Hallo, hier bin ich wieder. Tja, ich habe gerade das zweite Kapitel meiner Erinnerungen an Melmac fertig geschrieben. Und es ist ein echter oberirrer Knüller. Holt euch also euren Katzensaft oder was immer ihr sonst trinken wollt und schaut euch dieses kleine Abenteuer an. Ja, ich sag euch auch noch den Titel, Die zwei im Knast. Ist natürlich nur der Arbeitstitel. General Patty, die Top-Secret-Maschine ist angekommen. Was soll ich hier als nächstes unternehmen? Was für eine dämliche Frage. Stimmt. Das ist einfach eine Kiste. Aber da steht was drauf. Top-Secret. Top, das heißt oben. Und auf der anderen Seite steht natürlich unten. Und jetzt, hoppla, setzt euch in Bewegung. Jawohl, Sir. Da fällt mir ein, Sir. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir nirgends vor Ihnen Ruhe haben. Los! Ah, das klingt auch nicht gerade nach... Aufbruch! Schreiben Sie ihm bitte etwas genauer. Soviel ich weiß, hängt er immer in Murphys Taverne rum. Suchen wir ihn! Hast du den Motor gefunden? Nein, Sir, aber ich kenne jetzt jemanden, der weiß, wo ich ihn finden kann. Keine Doppelzüngigkeit. Lügen wollt, schaff ich. Mission? Hat man Ihnen denn das nicht gesagt? Wir haben Lars und Patty den Geheimmotor stehlen lassen, damit wir uns seinen Top-Secret-Panzer schnappen können. Wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit, gefeiter Schambe. Ich werde Sie noch heute zur Beförderung vorschlagen. Tja, und was ist mit mir? Nur keine Sorge, Sergeant. Ich werde Ihnen alles erklären. Sie sind bald wieder draußen, sagen wir in 2 oder 3 Sichjahren. Schambe! War nur Spaß. Na, ist noch was? War doch gar nicht schlecht, oder? Und jetzt, Leute, schreibe ich an einem echten Oberknüller. Ich schmeiß mich weg. Nur nicht meinen Kopf, den brauche ich noch. Denn ich sage euch, es wird eine haarsträubende Geschichte. Ich lach mich tot.